Wie lange können wir uns das quasi noch leisten? Österreich ist ja ein Tourismusland schlechthin, dass wir da noch einen Lockdown haben. Also für die Betriebe ist es sehr schwierig, alle 14 Tage gesagt zu bekommen, dass sie noch warten müssen. Das höre ich von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Eine Öffnung ist aber genauso schwierig. Wir müssen uns auf die Zahlen verlassen und wir müssen schauen, mit welchen Konzepten können wir überhaupt öffnen. Und bevor das von der Regierung noch nicht hier ist, dieses Konzept, welche Öffnungsschritte, wie man öffnet, mit welchen Hygienemaßnahmen, welche Teststrategie, eine funktionierende Teststrategie, die es im Sommer nicht gab. Bevor wir das nicht haben, brauchen wir über eine Öffnung dann auch noch nicht nachdenken. Mhm. Generell trotzdem, Tourismusverband, ist man da auch angehalten, selber Strategien zu entwickeln und diese dann der Regierung zu präsentieren, dass man sagt, schaut, das sind unsere Ideen, unter den Voraussetzungen können wir euch nicht zu 100%, aber zumindest zu einer hohen Wahrscheinlichkeit garantieren, dass die Infektionen sich in Grenzen halten. Und diese Konzepte gibt es ja schon seit dem Sommer und die Betriebe haben ja eindrucksvoll auch bewiesen, dass es funktioniert. Es gab keinen einzigen Cluster in einem Hotel und es gab kaum Infektionen. Also diese Dinge sind hier, aber trotzdem muss die Regierung vorgeben, wer öffnet jetzt, wer öffnet dann, unter welchen Bedingungen, wie müssen die Zahlen ausschauen. Auch dieses Konzept muss einfach auf den Tisch. Jetzt wird zum Beispiel in 2 Wochen erneut beraten, was jetzt die Schanigärten betrifft, ob man die aufmachen kann, zum Beispiel in Wien. Was sagt die SPÖ da? Ihre Parteichefin ist ja eher vorsichtig, auf der vorsichtigeren Seite zu Hause. Was gibt es da, Inzidenzwerte, Zahlen oder was sagen Sie, ab welchem Wert soll man wirklich aufsperren dürfen? Nee, die Bundesländer machen Vorschläge, weil eben von der Regierung nichts kommt und es spricht nichts dagegen, auch darüber zu debattieren. Und entschieden wird das eben in einem Gremium. Und diese Vorschläge kommen von allen Bundesländern oder von vielen Bundesländern. Die muss man alle im Auge behalten und darüber sprechen. Wie unterschiedlich müssen denn die Konzepte zum Beispiel vom Städtetourismus im Vergleich zu einem Wintertourismus oder Sommertourismus jetzt anlegen? Sind das sehr unterschiedlich oder ist es ein Konzept, das man über ganz Österreich legen kann? In den Betrieben wird dasselbe Konzept sein. Und was den Städtetourismus betrifft, da gibt es von Wien-Tourismus gut ausgearbeitete Konzepte schon, die man hernehmen kann und verwenden kann, was das betrifft. Also, es muss natürlich auch in der Reisebranche anders gehandhabt werden als im Individualreiseverkehr. Ne? Jetzt ist ja natürlich Wien eine sehr attraktive Stadt für Städtereisen, all diese Dinge. Ab wann, glauben Sie, kann man sich überhaupt trauen, wieder richtig Städtereisen zu bewerben? Momentan macht das ja alles keinen Sinn. Ja, es muss eine länderübergreifende Strategie muss es da geben, europaweit oder weltweit natürlich. Ne? Mhm. Dann kann man darüber nachdenken. Mhm. Matthias Winkler, der Chef vom Sacher, hat auch gesagt, bei der Krise 2008, 2009 hat es fast 2 bis 3 Jahre gedauert, bis der Städtetourismus wieder so richtig begonnen hat. Sehen Sie das jetzt ähnlich bei dieser Situation? Also frühestens 2023 schätze ich, dass es annähernd also die Buchungen wieder normal werden könnten. Mhm. Wie wichtig wäre es für Sie, dass man auch... Ich habe schon mal gesprochen darüber, Menschen, die im Tourismus arbeiten oder die in der Gastronomie arbeiten, sind ja auch für das Wohlbefinden der Menschen oder das Wohlbefinden der Menschen in einem Land mitverantwortlich, dass die ein bisschen früher geimpft werden im Vergleich zu anderen? Es gibt einen Impfplan. Natürlich, ja. die näher bei den Personen sind, die näher beim Kunden oder bei den Gästen sind, haben vielleicht ein höheres Risiko, das mag durchaus sein, aber ich lege diese Strategie nicht fest, das muss der Gesundheitsminister machen. Jetzt hat es ja im Sommer eigentlich ganz gut funktioniert in Österreich mit der Öffnung. Die Hotels haben die Hygienebestimmungen eingehalten, also man sieht, dass es sehr wohl möglich ist. Glauben Sie, dass wenn die Zahlen jetzt im Rahmen bleiben, durch die vielen Tests jetzt durchgeführt werden, dass es dann wirklich ab Ostern losgehen kann in der Gastronomie mit den Hotels und dass man hier wieder eine halbwegs normale Gastro-Realität erschaffen kann? In der letzten Woche sind die Zahlen nicht sehr hoch gestiegen. Also die bleiben auf einem Plateau ungefähr. Man wird in der nächsten Woche sehen, wie sich die Zahlen verändern, aber wenn das gleich bleibt, kann man auf jeden Fall aufsperren. Mhm. Würden Sie also auch dafür sein, dass man dann aufsperrt? Wenn es die Zahlen erlauben, ja. Die Maßnahmen generell als Entschädigung, reichen die aus im Augenblick? Sie kommen, die Verteilung ist sehr schwierig, weil manche mehr
Geld bekommen als andere, die es mehr brauchen würden. Es reicht bei weitem nicht aus. Es wäre besser, wenn die Betriebe selber natürlich für ihre Umsätze verantwortlich sind.